alles voller Sterne. Okay, ja, daran hätte es auf jeden Fall nicht gemangelt, wie wir sehen. So, ist das jetzt der richtige Weg? Das sieht so aus, ja. Ach, hier ist noch so ein Klotrophie, alles klar. Hier hat gerade Shit gesagt, oder? Oh, verpfeift euch. Ich hätte ehrlich gesagt lieber den dabei, wenn der sich uns auch anschließt. Genau. Nichts tun, die Gegenseite unterstützen. Ja, also mir ist es schon lieber, dass sich der uns anschließt, ehrlich gesagt. Obwohl, Moment. Das heißt, wir bräuchten dann ja nicht zu sein. Wir bräuchten den ja dann im Prinzip nicht zusammenfusionieren, der sich uns anschließt. Das heißt, es wäre sinnvoll, wenn einer von den beiden gute Werte hat, wäre es sinnvoller, den zusammen zu fusionieren. Falls die beide scheiße sind, wäre es sinnvoll, den zu nehmen, der schwerer zusammen zu fusionieren ist. Alles klar. Schauen wir uns das an. Und ich bin... Da ist eine Quest. Ach ja, Adramelich, okay. Ich bin gerade echt froh, dass ich da nicht weg, also dass ich da erstmal nach hochgetingelt bin und nicht weggeportet bin, weil ich gedacht habe, wir müssen vielleicht nach unten. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, welches Level die haben sollen. Da bin ich gespannt. Vor allem auch, ob wir die überhaupt schon zusammen fusionieren können. Theoretisch müssten wir es, aber man weiß ja nie, ne? Können wir nicht. Ich werde bekloppt. Ja, du bist auch gar nicht so schön, ne? Ja, nee, können wir nicht. Dann schauen wir uns einfach an, ob sich der Typ uns auch anschließt, wenn wir Adramelich kalt gemacht haben. Nee, Moment, der war Level 71, ne? Das heißt, wir packen den noch gar nicht. Verdammt. Okay, vertagen wir die Gedanken und machen das irgendwie wann anders. Ich glaube, wir holen jetzt einfach mal hier den ersten Typen da. Den da. Mal schauen, wie das läuft. War das nicht hier hoch? Hier, okay. Ja, ja, genau. Anwesenheit eines Mächtigen. Wie sieht denn das Team aus? Ja, ich würde sagen, das lassen wir erstmal so. Ach, er. Ja, der sieht von denen, die da war, immer noch am schwächsten aus. Gefühlt. Moin. Alles fit im Schritt? Oh. Is it truly so difficult to find the human with my knowledge? You're that Nahubino from the Japan branch. So, was führst du im Schilde? Ich will den Schlüssel.
Was führst du im Schilde? Need you even ask? I will take my true form as a Nahobino like you. But in order to do that, I'll need the human who bears my knowledge. Even as we speak, my Valkyries scour the world for them. I confess I was skeptical. Even if I were reunited with my knowledge, would that truly be enough to reclaim my birthright? But now, a living example has fallen into my lap. I will destroy you and pry the secret of your power from your corpse. Do not worry. Death at my hands shall earn you your place in Valhalla. Alles klar. Was hat denn der so für ein Level? 72, ach Gott, ernsthaft. Ja, können wir eigentlich direkt laden. Ich glaube, ich habe auf normal gestellt. Auf easy würden wir den vielleicht schaffen, aber ich glaube, ich habe auf normal gestellt und deswegen keine Chance, ist einfach so. So, mal schauen. Gungnir. Gewaltiger physischer Schaden, juhu. Ignoriert Resistenz und durchbohrt. Ja, wie geil. Aber ich nehme an, das macht er wahrscheinlich nur, wenn... wenn er Magatsui gesammelt hat. Ja, das mit dem, das ist, ich glaube, leicht tödlich. Hadestoß. Schwerer physischer bei allen. Schwerer Elektro. Mittler zufällig schwerer bei allen. Okay, Schwäche, nur Wind. Oh Gott, Alter, um 3. Vollresistent. Wind, ja, das heißt, Alice ist drin. Ja. Bei dem Levelunterschied schon wieder kein Wunder. Ja, versuchen wir es mit Gebrüll. Ach so, ich habe ja. Zum Glück kostet Sakanagi nicht viel. Oh, es macht auch nicht viel, ehrlich gesagt. Ja. So. Ja, okay. Ja, wie gesagt, ist auch normal. Der ist über 10, nee, der ist 9 Level über uns. Ja. Ist dann so. Was? Was ist denn jetzt ein Ziegenrelief? Wir wurden durch ein Ziegelrelief wiederbelebt. Was soll denn das sein? Muss ich mal abchecken, sobald wir geladen haben. Vielleicht ist das ein wichtiges Item oder so. Nee, stimmt. Ich glaube, das habe ich mal irgendwie als Wunder gelernt. Kann das sein? Ich schaue mal nach, ob wir das als Wunder haben oder ob man jetzt hau uns doch kaputt. Ob wir das als Wunder gelernt haben oder ob das ein Item ist. Hier, so. So, dann hau ich mich halt selber kaputt. Na, geht doch. Okay. Mal nachschauen. Erstes die Items. Säule der Wiederkunft.
ganzen Talismane. Ja, dann ist das bestimmt ein Wunder. Da habe ich mich aber gerade tatsächlich gewundert. Nee. Was ist das? Ach so. Hä? Ich finde das nicht. Wo kam das her? Ist hier einfach nicht mit bei. Nee, das. Ja, und jetzt kommt der ganze Kram hier mit 1, 2 und 3 und sowas, also. Hä, wo kam das denn her? Das verstehe ich nicht. Erkenntnis der Dinge war es auch nicht, ne? Nee. Nee, das war ja irgendwas mit Schaf. Wieso haben wir auf einmal wieder voll gelebt? Moment, ist das ein Skill? Nee, das ist auch kein Skill. Hä, wo kam das her? Wieso haben wir auf einmal wieder gelebt? Das ergibt doch keinen Sinn. Das verstehe ich einfach nicht. Ja, keine Ahnung, das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Ich glaube, irgendwer hat so ein Skill von wegen, wenn er stirbt, dann kommt er mit vollem Leben wieder einmalig, aber wir hatten den Dämon ja nicht mal im Kampf und selbst wenn, gilt das eigentlich nur für den Dämon. Ja, nee. Das hat man auch nie wieder gebraucht, oder? Keine Ahnung, wozu man das überhaupt gekriegt hat. Dämoneninventar. Geht schon wieder nicht. Ach so, scrollen. Okay, ich verstehe. Ja, nee, das sind die Talismane. Ziegenrelief. Ah. Erreichen die HP eines des Nahabino 0, wird das Item geopfert, um ihn mit vollem HP wiederzubeleben. Okay, da haben wir es also. Ja. Ja, jetzt ist es wieder blöd, dass man da keine Bank hat, wo man irgendwie Items deponieren kann. Kann man das deaktivieren? Nee, kann man nicht. Ist automatisch, okay. Ja, blöd. Weil sowas würde ich dann tendenziell am liebsten eigentlich nur für heftige Bosskämpfe aufbewahren. Und nicht irgendwie zwischendrin, wenn ich mal weggelackt werde. Dann lade ich halt da neu. Aber bei den Bossen kann das helfen. Das heißt, sollten wir versehentlich irgendwie doof umfallen, dann muss ich echt laden. Ja. Weil ich das dafür nicht opfern werde. Das macht die Sache ein bisschen kompliziert. Ich habe auch keine Ahnung mehr, woher wir das Ziegenrelief jetzt herhaben. Ich habe keine Ahnung. Sehe ich auch gefühlt gerade zum ersten Mal, dass wir es überhaupt gekriegt haben. Ja gut, nachdem wir das auch geklärt haben. Also die sind noch 10 Level über uns, also zumindest der. Und ich rechne damit, dass auch
die anderen dann noch das gleiche Level haben. Weil auch der Adramelech hatte ja auch über 70. Deswegen weiß ich gar nicht, was man hier jetzt noch großartig machen soll. Ich meine, soll man jetzt wirklich hier, keine Ahnung, irgendwie 10 Level lang bei irgendwelchen Dämonen grinden? Oder? Ich meine, ein bisschen können wir hier noch erkunden, ja. Und ich denke, das werden wir dann auch in der nächsten Folge machen. Ansonsten muss ich mir echt überlegen, was wir hier weitermachen, um die Level zu kriegen. Kann ja auch nicht sein, dass man Evangelien sammeln muss, um hier dann irgendwie weiterzukommen. Das kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Ich meine, wir haben 13, so ist es nicht. Aber dann wäre es auch wieder vollkommen Müll, dass wir einfach die ganzen Dämonen nachgezogen haben. Weil dann hätten wir sie echt auf 50 lassen können. Auf 70 hochziehen. Und dann einfach zusammen fusionieren, was da halt aktuell ist. Aber das wäre ja mal megamäßiger Quatsch. Ich bin gerade echt nicht begeistert. Naja, schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier noch ein paar nützliche Sachen. Vielleicht sind auch die Nebenquests hier nicht so hart, wie ich annehme. Aber mal ganz ehrlich, wenn der schon heißt hier, töte Abaddon. Ganz ehrlich, das kann jetzt nicht... Das kann einfach nicht irgendwie so ein 60er Fraggle sein. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, wenn der schon Abaddon heißt. Wirklich. Selbst Adramelech ist über 70. So, das können wir gerade nicht machen. Ja, das können wir uns nochmal anschauen. Odaiba in Minato. Ach so, ja, stimmt, der Typ, genau. Aber ich glaube, der war auch 70, ne? Keine Ahnung. Muss ich sonst nochmal in die Aufnahme reinschauen. Ja. Okay, ja, schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht.